Hilfsverben. Hilfsverben, davon gibt es in der deutschen Sprache drei. Sie heißen sein, haben und werden. Heute konzentrieren wir uns aber auf die ersten zwei, nämlich auf sein und haben. Werden nehmen wir vielleicht ein anderes Mal oder bestimmt ein anderes Mal, aber nicht heute. Gut, wir haben Spezialgäste bei uns im Studio und das sind die Simpsons. Hier sehen wir Homer und Marge. Also das sind Homer und Marge. Sie sind 40 Jahre alt. Homer ist dumm, aber sympathisch und Marge ist schön und freundlich. Sie haben drei Kinder, und zwar Bart, Lisa und Maggie. Das da ist Bart. Bart ist 10 Jahre alt, er ist ein Schüler, er ist frech und lustig. Er hat ein Skateboard, er hat 2 Schwestern und er hat keinen Respekt vor der Lehrerin. Konjugation, was ist das eigentlich? Es ist ja so, wir haben immer, wer macht was? Und die Frage, wer kann ja sein, ich, du, er, sie, es, wir, ihr oder sie. Und bei der Frage, macht was, da haben wir dann unsere Verben. Das heißt, die Person, das Personalpronomen und das Verb, die müssen zusammenpassen. Das muss stimmen. Und jetzt sehen wir es uns gleich an bei sein. Da ist es so, ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid und sie sind. Und bei haben, ich habe, du hast, er hat, wir haben, ihr habt und sie haben. Und das ist eigentlich auch schon der letzte Teil von heute. Jetzt ist die Frage, welche Funktion haben unsere Hilfsverben oder anders gesagt, wie kann ich einen Satz machen mit den Hilfsverben, wie kann ich sie verwenden? Und wir fangen wie immer an mit sein. Sein kann sehr vieles sagen, sein kann sehr vieles bedeuten. Ich kann mit sein sagen, meine Identität, meinen Beruf, meine Nationalität, mein Alter, meine Größe, meine Religion und noch vieles mehr. Und wenn ich sein plus ein Adjektiv nehme, dann kann ich damit sagen, wie ist etwas. Ich beginne, also ich mache gleich weiter mit einem Beispiel und nehme mich selbst als Beispiel. Ich bin Martin, habe ich schon gesagt. Ich bin Deutschlehrer, das heißt, ich erkläre Deutsch, ich unterrichte Deutsch. Ich bin Österreicher, ich bin 24 Jahre alt, ich bin 1,75 Meter groß und ich bin nicht sehr religiös. Und ich bin jung und aktiv. Gut, und wir kommen auch schon weiter zu haben. Mit haben kann ich sagen, was ist mein Besitz? Besitz, die Dinge, die mir gehören. Ich kann mit haben auch noch sagen, was sind meine Gefühle oder Emotionen. Und ich kann auch Symptome ausdrücken. Und das geht auch mit Verwandten zum Beispiel. Also, Besitz. Ich habe ein Fahrrad, ich habe einen Schnauz, ich habe einen Laptop, ich habe kurze Haare zum Beispiel.
fühlen. Ich habe Spaß. Haha. Oder ich habe Freude. Juhu. Oder ich habe Wut. Das sind Emotionen, Gefühle oder Symptome. Ich habe Hunger. Ich will etwas essen. Oder ich habe Kopfschmerzen. Das kann man alles sagen mit haben. Und natürlich gibt es noch mehr, was sein und haben können. Sie sind, wie schon gesagt, sehr wichtige, sehr zentrale Wörter in der deutschen Sprache. Später brauchen wir sein und haben für das Perfekt, für das Plusquamperfekt, für das Zustandspassiv und für vieles mehr. Also, wenn Sie sein und haben gut verstanden haben, ist das ein großes Stück und Sie können auch schon viele Dinge sagen. Ich hoffe, das hilft Ihnen. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.